Verlust, Trauer und Leid. Was ist, wenn das Leben jemanden vor eine Herausforderung stellt, die im ersten Moment unlösbar scheint? Vor so einer Aufgabe stehen viele Menschen. Sie verlieren wunderbare Personen, die ihnen nahestanden und die sie bisher auf ihrem Weg begleitet haben. Ich bin Leonie, ich bin 16 Jahre alt und vor fast einem Jahr ist mein Onkel an Multiorganversagen gestorben und vor 7 Monaten ist mein Vater an Corona verstorben. Für mich war diese Zeit extrem schwer, weil ich auf meine Oma und meinen Opa und generell mehr auf meine Familie aufpassen musste und weniger Zeit für mich selber hatte, auf mich selbst aufzupassen. Also ich habe gemerkt, dass ich mir Hilfe suchen sollte bei der Trauerbegleitung, als ich gemerkt habe, dass es mir gesundheitlich auch nicht mehr gut ging, als mein Körper schon gesagt hat, er kann nicht mehr, weil ich eben die Trauer verdrängt habe. In der Trauergruppe kann ich mich halt besser identifizieren, als wenn ich jetzt mit Familie oder Freunden rede, weil dort halt auch Kinder in meinem Alter sind, die auch ihren Vater verloren haben, dasselbe durchgemacht haben wie ich. Bei La Via ist das so, als ich das erste Mal dort ankam, hatte ich das Gefühl, dass ich sehr herzlich empfangen wurde und dass man sich dort halt auch extrem fallen lassen kann und nicht ahnungslos in irgendwas reinrennt. Hallo Mechthild. Hi Leonie. Ich hätte eine kleine Bitte. Komm rein. Die La Via Trauerbegleitung in Gelsenkirchen bietet eine Anlaufstelle für viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene nach dem Tod von Vater, Mutter oder Geschwistern. Das Team besteht aus 27 PädagogInnen, LehrerInnen und PsychologInnen. Ich heiße Mechthild Schröter-Rupipa, bin 58 Jahre alt, die Gründerin der Familientrauerarbeit in Deutschland. Und ich bin die Leiterin vom Institut für Familientrauerbegleitung La Via. Trauerbegleitung ist dann wichtig, wenn Väter, Mütter, Kinder, also wenn ganz nahestehende Menschen sterben und das System, das Familiensystem auf den Kopf gestellt wird. Das Einstellungsmerkmal von La Via, das sind ganz sicherlich die FamilientrauerbegleiterInnen hier vor Ort, die fast ausschließlich Pädagogen, Pädagoginnen sind, die herzlich sind, die kompetent sind, die Mutmacherinnen sind. Menschen kommen hier in oder nach einem Schockmoment hin und gehen in die Knie. Sie stellen sich die Sinnfrage, wofür lebe ich noch? Und dann treffen sie auf andere Menschen und werden aufgefangen. Sie treffen auf uns, Trauerbegleiterinnen, die wir erklären, was ist denn gerade normal in dieser Schräglage. Und Menschen können hier gestärkt wieder rausgehen, weil sie lernen, wieder auf die Beine zu kommen, mit Hilfe von vielen anderen und sich selbst eben auch. Also wenn ich die La Via-Gruppe in 3 Worten beschreiben müsste, dann würde ich sagen, herzlich, offen und hilfreich. Erfahrungsaustausch, hilfreich, Vorbild für andere. Befreiend, entspannt und verständnisvoll. Gefühlvoll, gemeinschaftlich und entlastend. Wiedererkennend, Austausch, mutmachend. Mein Name ist Nick Hermert und ich bin 20 Jahre alt. Im Jahr 2016 verstarb mein Vater plötzlich an einem Herzinfarkt. Unser Leben wurde auf den Kopf gestellt. Der Austausch bei der La Via Trauerbegleitung hat auch mir geholfen, meine Trauer zu verarbeiten und positiv zu denken. Auch in den dunkelsten Momenten.